Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Minecraft. Ja. Was ist das für eine Aussicht, die wir hier haben? Das Sterne? Oh, es wird's Tag? Also da hinten ist ein kleines Dörfchen. Was aber sehr oldschool aussieht, oder? Woran könnte das wohl liegen? Wo sind wir hier? Ja gut, ich müsste nur noch links oder rechts gucken. Und ihr wisst Bescheid. Denn wir waren hier kürzlich schon mal. Ja, wir sind nämlich nochmal in der alten Welt. Denn ich habe, wie bereits gesagt, dass ich mich auf die Suche mache, ob noch irgendwo ein aktuelleres oder eines der neuesten Saves von der alten Welt da sind. Und siehe da, ich habe eine gefunden. Und zwar, glaube ich, sogar die aktuellste. Oder ich würde sogar behaupten, dass es wahrscheinlich die aktuelle war. Also die zuletzt vorhanden war. Wir waren nämlich auch irgendwo am Arsch der Welt, wo wir uns irgendwie, ne, wir waren ja irgendwo hingegangen und haben neu angefangen zu bauen. Da kam ja dann auch Biene, hat dort ein Haus gebaut und so weiter und so fort. Ja, und jetzt habe ich mich zurückbewegt an den Ursprung und man sieht hier auch schon, da hinten steht das Haus, was ich auch erwähnt hatte. Wir gehen einfach mal runter. Also hier ist der Aussichtsturm quasi. Hier wollte ich tatsächlich, also das war mal der ursprüngliche Plan, dass hier so die Position sein könnte, wo man vielleicht auch mal sowas wie ein, ja, Let's Rutsch oder sowas à la Gronkh machen könnte. Hab's dann aber nie gemacht, da ich ja sowieso im Let's Play schon sehr viel gequatscht habe. Ne? Aber das war tatsächlich der ursprüngliche Plan und weil man halt von hier aus ja alles sieht. Ne? Hier ist die Brücke, die ich beim letzten Mal, als wir in der alten Welt waren, erzählt habe. Mein ganzer Stolz. Ja. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber mir gefällt sie. Ja, und hier ist das Gebäude, was mich immer noch stört, was ein gewisser Herr Zyvomukus war das, glaube ich, gebaut hat, wo ich mir so dachte, uff. Aber gut. Das kommt davon, wenn man sagt, hey, lass uns gemeinsam spielen. Das passt halt irgendwie so gar nicht zum Rest, aber das ist ein anderes Thema. So, da hinten ist die fertige Mühle. Da hatte ich mich ja auch lange davor gesträubt, die fertig zu machen. Hab's dann aber irgendwann tatsächlich gemacht. So, wir haben momentan den Friedlich-Modus. Fliegen werde ich jetzt nicht. Auch wenn ich's könnte. Aber ich denke, Friedlich-Modus reicht erstmal. Wir gehen erstmal rüber. Aber ich glaube, auf der Seite hat sich nicht so viel getan. Also da, wo das ursprüngliche Haus ist. Oh, hier haben wir sogar so ein kleines... Naja. Oh. Okay, das wusste ich gar nicht. Das war doch nicht von mir, oder? War das Zyvomukus oder so? Also, das hatte ich noch gar nie gesehen. Okay. Das war nicht von mir. Das wüsste ich. Okay. Ja. Ich hätte hier ja jetzt noch eins höher gemacht, glaube ich, weil ich mag das nicht, wenn die Decke so... Aua! Was haben wir denn hier drin? Okay. Ich glaube, ich vermute mal, das war Zyvomukus. Oder hier, Pro-LP Gamer war ja auch noch hier, ne? Huch. Aber das ist ja schon ein bisschen her. Ich habe natürlich die Karte auf die neue Version gepackt, ne? Kann sein, dass es hier und da mal irgendwo ein kleines Fehlerchen gibt oder so. Aber ich mag die Brücke immer noch. Das kann natürlich durchaus sein. So, ich glaube aber da hinten... Ha,
Haben wir da noch irgendwelche Dinge getan? Ich weiß, es gibt einen Weg hinten zum Dorf. Da kann ich mich dran erinnern. Aber ob hier jetzt irgendwie noch Unterschiede sind zu der letzten... zum letzten Flashback. Nennen wir es mal Flashback. Ne, als wir die andere Welt geguckt haben, die alte. Also diese, aber halt eine andere Version davon. So, hier sieht es immer noch gleich aus. Hier hat sich auch nichts getan. Ja, ich glaube, am Haus habe ich tatsächlich nicht mehr gearbeitet, nachdem es fertig war. Ich glaube, ein Unterschied gab es. Oder? Ich glaube, hier oben. Huch, ja. Das kann ich immer noch nicht, ne? So. Okay, hier ist noch so, aber ich glaube, hier könnte noch was anders sein. Ja, gut. Der Raum war, glaube ich, einfach leer, aber ansonsten ist hier auch kein Unterschied. Ich glaube, der war leer, oder? I don't know. Ich muss ja sagen, ich finde das... Ich finde das ja immer noch schön, hier zurückzukehren. Ich weiß nicht, warum. Manchmal, also als ich hier zurückgekommen bin, jetzt in diese Version der, Aufnahme, der Map, habe ich tatsächlich kurz überlegt, warum machst du eigentlich nicht hier weiter? Man kann sich's ja mal überlegen. Ich lasse das mal so im Raum stehen. So, Friends, let's play Unboxer. Oh, das war ja Pro LP King, den kennen wir ja. Hm, wer war denn das hier? Kenne ich nicht. Ich kenne nur eine Biene. Oh, der Gothic Society Clan. Mit dem hatten wir mal Hearthstone gespielt. Dann der Killer Boy, ein Typ, den ich auch in Real Life kenne. Der war aber nie hier. Zewomokus war hier. Dokondason. Kann ich mich nicht mehr so krass dran erinnern. So, was haben wir hier? Okay, Fremdwerbung. Gamergemeinde.de gibt's. Die Seite gibt's, glaube ich, noch, aber die Community an sich existiert nicht mehr so, wie sie damals war. Leider. Shadowcan. Ich glaube, da hatte ich mal irgendwie ein Dingens gewonnen. The Walking? Okay. Kann ich mich nicht so ganz dran erinnern. Hier haben wir die Biene. Ich frage einfach nicht. Silent Mike, wer sich mit Funko, also über Funkos informieren möchte, eine super gute Quelle. Ach, der Tobi. Fischkopf. Ach so, ich glaube, da habe ich einfach so ein paar Dinge hingepackt, die ich selber gerne gucke, ne? Das könnte sein. Obwohl ich sowas hier eigentlich kaum noch gucke. Und da eigentlich auch nur Tobi und Biene macht ja, glaube ich, nichts mehr. Hau mich, wenn ich mich irre. Silent Mike gucke ich auch nicht mehr so, weil ich nicht mehr so hier Funkos sammle. Also nicht mehr zusätzlich. Shadowcan war auch so ein Unboxing-Typ. The Walking weiß ich gar nicht mehr. Und Funk, den gucke ich noch. Ganz klar. So. Genug über Let's Player oder Unboxer oder was auch immer geredet. So, hier... Ich glaube, das war hier schon so drin im letzten Dingsbums. Okay. Ich glaube, hatte ich nicht hier... Irgendwo hier stand doch ein Pferd. Ach nee. Ja, das stand hier. Aber da sind wir ja weg. Oh, das Baumhaus. Stimmt, da war ja was. Das sehr... kleine, aber feine. Da habe ich mir... Das war, glaube ich, auch nicht im letzten Dingens, ne? Oder ich habe es einfach übersehen. Das kann natürlich auch sein. Das sind ja so Kleinigkeiten, die kann man mal übersehen. Oh Gott, nein, nicht Sturmwind. Nein, 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 nein. Wenn, dann Horde, bitte. So. Da waren wir. Dann gehen wir mal hier rüber. Das hier kennen wir ja noch. Ach ja, stimmt, da war ja, haben wir ja letztes Mal gesehen, Melone und so. Das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
Ne, weil das ist ja, die Mechanik hat sich ja stark verändert. Ich werde es jetzt nicht auslösen, weil sonst muss ich wieder neu besamen. Und nicht, dass ich es nicht könnte, aber... So, jetzt muss ich gucken. Letztes Mal habe ich hier gesucht. Hier gab es doch irgendwo so ein geheimer Weg. Wo war denn das? Wir hatten doch hier im Wasser irgendwo so einen Geheimgang. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo der hingeführt hat. Aber ich habe den schon letztes Mal nicht gefunden. Es wird wohl ein Mysterium bleiben. So, hier hat sich auch nichts verändert. Da haben wir unsere Tierfarm. Eine sehr große Tierfarm. Oh, da ist so... Oh, wir hatten sogar Pferde geholt und Esel und so. Alles Dinge, die ich nicht mehr weiß. So, dann kann ich mich erinnern, da hinten irgendwo... Ich weiß, das ist vielleicht jetzt gar nicht mal so krass interessant. Außer für diejenigen, die irgendwie so ein bisschen ihr Déjà-vu-Erlebnis zurückholen. Na, hier war, glaube ich, die allererste Höhle, wo wir so richtig reingegangen sind. Wo uns dann erstmal Hexen getötet haben. Ach, das waren noch Zeiten. Wo geht's denn hier hin? Okay, da haben wir reingebaut. Aber ich glaube, es wäre gar nicht so toll, hier weiterzumachen. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir hier schon so vieles haben. Ne? Wir haben hier, glaube ich, Diamantengedöns und so weiter. Habe ich nicht sogar eine Rüstung? Na klar habe ich eine Rüstung. Oh, die ist sogar verzaubert. Nee, warte, das Eisen. Warum trage ich immer noch Eisen? Nach 400 irgendwas Folgen. Schäm dich. Schämen sie sich. Und dann ist eh noch was kaputt. Ne? Explosionsschutz, Feuerschutz. Alter, das ist ja echt am Rande vom Arsch. Also, ne? Gut. Konnte man hier nicht sogar irgendwie noch gucken, wie das da drin so vernetzt ist und so? Ich weiß es nicht mehr. Es ist ewig her. Ah, dieses Gebäude, ne? Dafür könnte ich Zivomokus noch heute erschlagen. Baut er da einfach so einen Block hin. Hat wohl Sido gehört in der Zeit. Kappa. So. Ich glaube, das Lager hat sich in der Zwischenzeit auch nicht verändert gehabt. Ah, hier ist der Weg nach hinten, genau. Ich glaube, hier hat sich nichts verändert. Hier scheint noch alles so zu sein, wie auch schon im letzten, in der letzten Version. Wir rennen mal ein bisschen. Ah, ich weiß, was anders ist hier auf jeden Fall. Der Weg hier war zwar schon, aber in Neva hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert. Das hatte ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt. Oder daran erkannt, dass hier was nicht so aktuell ist. So, wir kommen zurück im... Sind das Metalltüren? Oder was sind das hier? Wahrscheinlich, ne? Oh nein. Es sind Metalltüren. Warum sind hier... Ach so. Okay. Ich dachte schon, wir kommen jetzt nicht mehr zurück. So, das war hier anders, ne? Da hatten wir noch nicht so mit Stein und so, aber da waren wir auch noch nicht fertig. Wie man sieht. Da waren wir auch noch nicht fertig. Aber erstmal schön woanders anfangen, ne? Ach ja.
Aber im Nefer waren wir, glaube ich, gar nicht so oft, ne? Da haben wir uns mehr so Glowstone geholt und sind dann wieder raus oder so. Wenn ich mich nicht irre. So. Also so spektakulär ist der Nefer jetzt auch nicht gewesen. Also was unsere Baukunst betrifft, die kaum existent ist. So. Ich wusste es, ich hasse es. So, was haben wir denn hier noch so drin? Okay. Ich frage einfach nicht. So, wir gehen wieder hoch. Hallo? Okay. Irgendwas passt hier gerade nicht so. Oh, es wird schon wieder Nacht. Ach ja, stimmt, wir spielen ja Minecraft. Huch, was ist denn hier? Irgendwas ist hier gerade... Macht mein Rechner irgendwas? Außer mich trollen? Ja, ja, hier ist der Weg zum Dörfchen. Braucht jemand noch Pilze? Fürs Kochen oder so? Muss ich das hier verstehen? Wie gerade hier sie so... Wir gehen in den Himmel. Ah, ich glaube, hier wollte ich auch mal so einen Aussichtspunkt machen, ne? Oh Gott. Ja, das wäre tatsächlich auch ganz cool gewesen hier. Wenn sich dann mal alles aufgebaut hat. Dieser Schandfleck. Sorry, Zyvomokus, falls du das hier siehst, ne? Nimm es nicht persönlich. Du Meister des Blockbaus. Aber ich glaube nicht, dass der hier noch guckt. Allgemein schon lange nichts mehr von ihm gehört. So, hier haben wir den weiteren Weg. Den wir auch noch nicht so ganz schön fertig gemacht haben, ne? Ist alles immer so ein bisschen gemacht, aber nicht fertig. So, hier haben wir das alte Dorf. Das natürlich jetzt noch nicht so mit den neuen Villagern und so weiter besetzt ist. Hier ist ziemlich tot. Also wir spielen natürlich jetzt auch gerade auf friedlich, ne? Habe ich ja schon gesagt. Von daher ist hier sowieso... Aber ich glaube, es war doch so, dass am Ende irgendwie nur noch ein Dorfbewohner war und der ist dann irgendwie auch noch gestorben. Und somit war das Ding hier leider ausgestorben. So, ich kann mich erinnern, dass wir hier noch irgendwie weitergemacht haben, aber... doch, jetzt erinnere ich mich. Stimmt, hier kommt man, glaube ich, irgendwann dann zu dieser Brücke, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall ist hier noch nicht ausgeleuchtet. Schande über mein Haupt. Das dürfte so natürlich nicht sein. Toll, eine Fackel hast du gesetzt. Ich bin stolz auf dich. Vergangenheitswachilles. Fühlt sich auch alles ein bisschen beengt an, so. Da würde ich heutzutage, glaube ich, größere Bäume und so machen. Ach, hier ein Tunnel. Daran hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Und da dann die Brücke. Was haben wir hier? Ich glaube, hier hatten wir mal das Nether-Portal, ne? Da hatten wir mal eins reingebaut, aber sind dann am selben Ort rausgekommen, deswegen haben wir es wieder abgebaut. Und jetzt sind wir auf der Brücke. Das ist tatsächlich ganz cool, dass wir halt diesen Rundweg quasi haben. Das finde ich nach wie vor ganz schnieke.